sie packt jetzt Bleach auf meine Haare. Ich finde das echt nicht schlimm, aber ich habe kurz einen Mental Breakdown. Jedes Mal, wenn ich ins Spiel gucke, bin ich einfach so, hä? Was ist das denn? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, das, was im Titel steht, stimmt. Ich werde mir meine Haare lila färben. Ich war jetzt letzte Woche in Dänemark. Der Vlog kommt erst nächste Woche, deswegen wundert euch nicht, wenn ich dann nächste Woche wieder blonde Haare habe. Genau, also ich habe halt sehr, sehr lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich mag halt meine Haare richtig gerne und ich mag sie von der Struktur her, sie sind richtig gut gepflegt und sie haben auch immer diesen leichten Rotstich und so, sie sind einfach eigentlich perfekt so. Aber wenn ich jetzt mal so gucke, ich habe halt viele Leute nach ihrer Meinung gefragt und manche meinten halt auch so, wenn ich jetzt noch lila Haare habe, weil letzte Zeit habe ich ja mir relativ viele bunte Klamotten gekauft, wenn ich dann noch so bunte Haare habe, dass es dann vielleicht zu viel ist. So. Aber das Ding ist, so, ich habe jetzt zwar rosa und lila was an und blau und das ist halt auch theoretisch eigentlich bunt. Nur, es ist halt so langweilig. Es ist ein normales Outfit, so wie jeder das tragen kann. Und ich habe keinen Bock auf langweilig sein, das ist das Problem. Auf jeden Fall werden wir jetzt ins Einkaufszentrum fahren und die Farbe kaufen. Und ich hoffe, wir finden eine gute Farbe. Und zuerst muss ich halt meine Haare auch bleachen und danach sie erst lila färben. Das wird nochmal krass, aber ich hoffe, mir fallen die Haare nicht aus, ne? Wir waren jetzt in drei verschiedenen Läden und wir haben uns jetzt hierfür entschieden. Und ich hoffe, das ist gut. Hilfe. Da steht zwar Dingens dunkle Kirsche, aber das ist lila so. Deswegen, ja, wird schon, ne? Ich bin wieder zu Hause. Hab mir hier gerade schon was angezogen, was auch dreckig werden darf. Ja, meine Mutter hat sich das gerade schon mal durchgelesen und ich bin aufgeregt. Also nicht so ein bisschen aufgeregt, sondern so Achterbahn aufgeregt. Erstes Mal Achterbahn aufgeregt. So, man steht in dieser Schlange und ist so, ich will nicht, aber irgendwie will man doch. Und dann, oh mein Gott, Hilfe. Oh mein Gott, warum tue ich das? Es kann halt sein, dass es komplett fehlt, dass meine Haare ausfallen oder irgendwas, ne? Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Eigentlich finde ich das gut, aber ich habe irgendwie Angst. Okay, da ist sowas Flüssiges drin. Da kommt jetzt als erstes das Pulver rein. Okay. Und jetzt muss man das so rollen und schütteln. Okay, wir packen das jetzt da rein. Ja, ich habe das jetzt so in vier Dinger aufgeteilt und wir fangen damit an. Von unten nach oben. Man muss erst so ein bisschen so Abstand halten, so von oben. Und warum tue ich das, Hilfe? Oh Gott, Mama fängt jetzt an. Ah, sie packt jetzt Bleach auf meine Haare. Oh Gott. Okay, also man sieht jetzt irgendwie noch gar nichts, aber es sieht auch nicht aus, als wäre irgendwas drin. Aber ich mache kurz eine Zeitrafferaufnahme, bis wir fertig sind, ne? Okay, wir sind jetzt mehr oder weniger erstmal fertig ohne die Ansätze, aber meine Mutter hat gesagt, es ist noch nicht so geil. Und man sieht da hinten schon, dass es bleached, also dass das schon heller wird. Also meine Mutter sagt, da ist es heller als da, aber ich sehe es nicht. Okay, ich sehe es. Ich sehe es definitiv. Jetzt macht meine Mutter den Ansatz. Einmal eben habe ich gesehen, wie blond es war, aber ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal in den Spiegel gucken. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, ich habe es die ganze Zeit ja nicht gesehen. Oh mein Gott, wie sieht das bitte aus? Okay, sie macht es jetzt erst nur ein bisschen nass. Mhm. Genau, wir müssen jetzt noch so ein anderes Zeug machen, dass das Gelb rausgeht. Genau, das machen wir jetzt. Es wird so dunkel. Ja, also unten ist es dunkler. Ich habe gesagt, wir sollten es unten länger einwirken lassen, aber Mama wollte nicht hören. Sie hatte Angst, dass mir meine Haare ausfallen. Ich lasse es jetzt trocknen. Man denkt, das ist Lichtreflexion nur, ne? Aber es ist da fleckig. Ich finde es echt nicht schlimm, aber ich habe kurz einen Mental Breakdown, Digga. Ich wollte, dass das blond ist, sonst wird es nicht lila. Ja, also meine Haare sind noch echt klebschig und ich sehe aus wie so ein Panda oder so. Ja, was ich zuerst nochmal sagen wollte, bei mir hat es gar nicht auf der Komfort gebrannt, weil viele sagen ja, aber dass es so brennt und so mit Blondierung, aber bei mir ging es voll. Ja, ich habe die Haare jetzt einfach geföhnt, das sieht super komisch aus, weil ich habe einfach blonde Haare. Aber seht ihr diese Flecken? Da sind die nicht gut blondiert, deswegen bin ich kurz davor, meine Mutter nochmal zu schicken, dass sie mir noch eine Blondierung holt. Aber wenn man zweimal blondiert, dann ist das halt auch nicht gut. Die fühlen sich auf jeden Fall anders an, aber trotzdem auf jeden Fall noch gepflegt und gesund. Ich habe kurz was gegessen und meine Mutter hat jetzt das zweite Mal die Blondierung gekauft und ja, das werden wir jetzt drauf machen. So, jetzt als erstes wieder anmischen.
Jedes Mal, wenn ich ins Spiel gucke, bin ich einfach so, hä? Was ist das denn? Auf jeden Fall haben wir das jetzt fertig angemischt und jetzt werden wir das draufklatschen. Wir haben jetzt schon die ganzen Mittelhaar und Enden da eingedingst. Und das Mama hat gesagt, das ist jetzt ein bisschen trocken noch, deswegen macht ihr da so ein bisschen Feuchtigkeit rein, damit es sich auch trocknet. Und dann warten wir jetzt noch so 15 Minuten, damit wir oben das machen, weil man muss oben warten und es später erst machen, weil sonst wird das oben viel heller als in den Enden und so. Ja, ich habe jetzt eine wundervolle sexy Plastiktüte auf meinem Kopf. Das macht das, also mit so Wasser drin, damit das so besser und doller und blonder und alles wird und hoffen wir mal, dass es gut ist. Ja, oh mein Gott, wie beschissen sieht das aus? Nein, was ich sagen wollte, ich habe in den letzten Tagen auch schon so mich drauf vorbereitet so ein bisschen und mir so Videos angeguckt, darüber über Haare bleachen und sowas und ja, es waren auf jeden Fall gute Tipps dabei, so wie zum Beispiel das mit der Tüte oder die Roots erst als letztes zu machen, also diese Haare, die in einer Kopfhaut sind und so. Also es ist schon noch orange, ne? Also ich würde auf jeden Fall noch länger drauf lassen. Also das hier unten ist so mittelmäßig, aber dann habe ich gerade da so zwischen geguckt. Ich war so, Bruder, sind mir die Haare ausgefallen, aber die sind einfach nur so fucking blond, dass man das nicht sieht. Und also an den Roots sind sie gut, ne? Aber wenn sie überall so wären, ja, aber meine Haare sind halt sehr rotstichig. Waren sie schon vorher und sind sie jetzt immer noch? Ja, was soll ich sagen? Da sind immer noch so Flecken überall. Ich, keine Ahnung, ich frage einfach nicht. Aber sie sind allgemein schon viel heller noch, weil jetzt sehen die ja so hell aus, wie sie waren, als ich sie trocken hatte. Und wenn ich sie jetzt nochmal trockne, dann werden die auf jeden Fall noch viel heller sein. Ja, ich bin jetzt offiziell eine richtige Blondine für einen Tag. Und da ist immer noch das, aber es ist auf jeden Fall schon besser als vorher und auf jeden Fall heller. Und wir sehen uns morgen wieder. Wir haben jetzt einen neuen Tag und heute werden meine Haare lila. Mittlerweile habe ich mich schon ganz schön an das Blond gewöhnt. Also das ist nicht mehr so komisch, wenn ich in den Spiegel gucke, aber trotzdem ist es irgendwie noch anders. Erstens würde ich meine Haut einmal so ein bisschen mit Vaseline eincremen, damit die Haut nicht alles auch lila wird. Ja, diesmal machen wir es in einer Schüssel, weil meine Mutter denkt, dass es besser geht. Ja, meine Haare sind jetzt schon so abgesteckt, Dingens. Und ja, jetzt mischen wir das Zeug an. Und diesmal fängt man an dem Haaransatz an. Also bei der Farbe ist es genau umgedreht wie bei dem Bleach. Also, ich hatte zwischendurch ein paar Mental Breakdowns, weil das ist Kirsche. Ihr wisst, wie Kirsche aussieht. Ja, das sieht alles toll. Ich werde das jetzt auswaschen. Es kommt immer noch was raus. Ich bin fertig und es sieht scheiße aus. Ja, keine Ahnung, was ich davon jetzt halten soll. Ich habe mich jetzt angezogen, damit ich mich besser fühle, aber. Aber es ist halt einfach rot lila und sieht kacke aus. Erstens, wir haben die falsche Farbe gekauft. Zweitens, es sieht nicht mehr gleichmäßig aus. Denn es ist viel heller als da oben. Okay, das macht auch Sinn, aber das sieht scheiße aus, finde ich. Ja, das ist jetzt das feine Ergebnis. In echt sieht es noch ein bisschen lila aus. So sieht es jetzt echt wirklich sehr rot aus. Ja, wir haben jetzt Montagmorgen und ich wäre echt so kurz davor, nicht zur Schule zu gehen. Weil ich halt auch noch heute eine Präsentation machen muss und dann gestern ein bisschen Mental Breakdown hatte und dann mich gar nicht drauf konzentrieren konnte und so. Aber egal, scheiß drauf, ich werde das rocken. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist immer sehr krass, aber ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, nochmal kleiner Nachtrag und zwar, also mittlerweile finde ich sie echt ganz gut. Ich habe sie jetzt auch nochmal sogar ein bisschen geschleppt und ja, und mir ist aufgefallen, dass die Haarfarbe doch nur 10 Wochen hält, also ja, mal gucken dann.